Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie jeden Morgen zeige ich euch natürlich auch heute wieder den neuen Fortnite-Shop. Der updatet sich nämlich... Hallo? Nein! Es hängt! Hallo? Nein! Eine Sekunde! Oh mein Gott! Ich dachte schon, die Aufnahme wäre abgestürzt. Hallo? Fortnite-Shop? Oh! Was? Nein! Nein, Leute! Nein! Alter! Das gibt's nicht! Also, für alle Leute, die sich gerade fragen, was zur Hölle, Leute, das sind, ich glaube, Platz 7 der seltensten Skins. Das sind beides so ultra, ultra heftig seltene Skins. Also wirklich, die waren so lange nicht mehr im Shop drin. Lustigerweise arbeite ich im Moment an einem Video, wo ich euch die 10 seltensten Skins in Fortnite vorstelle. Und da waren die auch drunter, deswegen, ja, muss ich das Video vielleicht nochmal anpassen. Unglaublich krass, dass die heute wieder da sind. Hätte ich niemals mitgerechnet. What the fuck? Sind die einfach so komplett random? Ist heute irgendein spezieller Tag? Ich weiß gar nicht. Da haben wir einmal den Sprungwurf, so schaut er aus. Und dann dazu noch die Dreifachbedrohung mit dieser Nummer 28 hinten drauf. Damals konnte man das auch noch gar nicht anpassen. Vielleicht updaten sie die Skins ja auch noch. Ich nehme das auch mal hier als Anlass. Und zwar werde ich diese krassen Basketballer-Skins heute gleich dreimal an euch verlosen. Das heißt also, drei Leute können sich aussuchen, welchen der Skins hier sie bekommen wollen. Das heißt, wenn ihr heute die Skins hier kostenlos haben wollt, alles, was ihr tun müsst, ist einfach nur den Creator-Code Snoxy im Fortnite-Shop eintragen, wie mein Kanal heißt, mit einem i am Ende dran. Und dann ein Foto machen mit eurem Handy davon, wie das hier oben rechts steht. Also hier oben rechts steht der Unterstützer Creator Snoxy. Davon macht ihr einfach mit eurem Handy ein Foto und schickt mir das auf Instagram. Auf Instagram heiße ich Snox, also wieder ohne das i. Oder alternativ auch gerne per E-Mail. Die E-Mail seht ihr jetzt hier irgendwo eingeblendet. Da könnt ihr mir das auch schicken, falls ihr kein Instagram habt. Und ja, mega krass, ey. What the fuck? Ich bin mega flashed. Auch die Hacke und der Gleiter sind wieder drin. Ich muss sagen, die Hacke finde ich nicht so geil, weil sie so mega, mega riesig ist. Sie ist wirklich unglaublich groß in Game. Das stört, finde ich, eher ein bisschen beim Spielen. Oh, Sound ist auf jeden Fall ganz cool. Leute, holt euch den Skin, falls ihr sie nicht habt. Die sind wirklich mega, mega selten. Auch die Hacke kann ich auf jeden Fall trotzdem noch empfehlen. Für den Preis absolut in Ordnung. Und die Korbzeit, die hat so Boxen dran. Mega geil. Also richtig cooler Gleiter. Auch den kann ich sehr, sehr empfehlen. Richtig krass, ey. Richtig krass, dass sie zurück sind. Ich kann es immer noch nicht glauben. Machen wir dann weiter trotzdem mit der rechten Seite. Wie immer könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Mal schauen, ob ihr heute wieder die 5200 Likes knackt. Fangen wir dann an mit dem Fragplünderer. Der Backpack ist ganz cool. Der Skin, den feiere ich jetzt nicht so. Dann der Spitzname immer noch drin. Finde ich die Rückseite schon irgendwie ziemlich komisch aus. Auch das finde ich jetzt nicht so geil. Dann noch die Glücklichspitzhacke. Grüße gehen raus an Team Fix. Ich finde, sie schaut ein bisschen sehr default aus. Also, ja... Finde ich jetzt auch nicht so krass. Oh, warte, ich habe den Sound vergessen. Ja, auch der Sound ist jetzt nicht besonders. Magische Schwingen für 1200 V-Bucks. Ist ein ziemlich cooler Gleiter. Schaut sehr heftig aus mit diesen ganzen Partikeleffekten dran. Oh, und der Ballkunst-Emote ist auch drin. Krass, das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Genau. Ich mag die Musik richtig. Auch der Gleiter hat ja diese Musik. Und auch wenn ich kein großer Basketball-Fan bin, kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Und dann jetzt relativ neu noch der Korbleger. Ist der erst vor ein paar Tagen rausgekommen. Finde ich jetzt nicht so krass. Da würde ich mir auf jeden Fall eher den Ballkunst-Emote holen. Oder halt, wie gesagt, ein, gleich sogar beide. Sind halt extrem seltene Skins. Kann ich absolut empfehlen. Wer weiß, wann die jemals wieder zurückkommen werden. Und wie gesagt, falls ihr die heute kostenlos gewinnen wollt, ich verschenke die beiden Skins gleich dreimal an alle meine Creator-Supporter. Das heißt also einfach nur den Creator-Code Snoxy im Fortnite-Shop eintragen. Und dann ein Foto davon machen beim Skin, den ihr haben wollt. Einfach hier mit diesem Kaufunterstützer Snoxy davon ein Foto machen und mir dann entweder auf Instagram schicken. Wie gesagt, auf Instagram heiße ich Snox. Oder per E-Mail, die ihr jetzt hier irgendwo eingeblendet seht. Einfach dahin senden. Bis heute Abend habt ihr Zeit, die schnell da einzutragen, also den Code einzutragen und mir das Foto zu senden, wenn ihr heute hier die Skins kostenlos gewinnen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Krasser Shop heute, wirklich krasser Shop. Könnt ihr auch gerne rechts zum Abstimmen, wie ihr den Shop fandet. Und ja, dann schickt mir schnell das Foto mit dem Creator Code Snoxy hier und dann hören wir uns wahrscheinlich nachher zum Stream und bis dann, macht's gut, tschüss! Hey YouTube, what's going on? This is iTalkFortnite, back again with another item shop video. Today is May 27th, 2019. Hopefully you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily as well as other content throughout the week. Today I talked about what I believe to be the least sold skin in the item shop. Definitely check out that video. If you see anything in today's shop that you would like to buy, make sure you use code ITALKFORTNITE if you would like to. Leviathan is finally back! Wow! Bright Bomber, Bright Gunner, Leviathan's back! Bright Bag, Back Bling, Rainbow Smash.
finally! Bright Blimp Glider Leviathan. My god, this took so long for them to bring this skin back. Wow. Global Axe. The Squid Striker. And the Planetary Probe Glider. We have not seen this set in quite some time. Tender Defender was just in the shop, though, with the Hatchback Back Bling, Flappy Flyer. Oh my god, Scrambler. Felt like we just had this, but you know what? I'm too happy to even care right now. Abstract with the Tag Bag Back Bling, great skin. Servo Glider. It's pretty good. New Emo Glitter. One of the new best emotes in the game, I think. Reminds me a lot of Kelly Clarkson, not gonna lie. Renegade Roller. Really good harvesting tool. Dynamo. I'm not even gonna mention it. And Punched Up emote is also back. That's actually hasn't been out in a while too. Wow, a really good shop today. Hopefully you guys enjoyed. If you did, let me know with a like, comment down below what you think about the shop, subscribe for daily content. Have a good one. I'll see ya.